Hallo und herzlich willkommen zurück zu Beneschas Ghosts of New Eden. Ja, in der letzten Folge... Kann ich die Dinger jetzt eigentlich kaputt machen? Oh, schade, darf ich immer noch nicht. In der letzten Folge haben wir Heskel, hieß er, glaube ich, etwas bloßgestellt. Und wir sollen uns jetzt auch ausruhen. Das hatte ich sowieso vor, weil wir hatten ja irgendwas Neues bekommen auch in der Folge. So, sonst ist nichts Neues hier. Hätte ich gewusst... Oh, haben wir einen neuen Bereich? Fusionieren? Antea kann mit Red verschmelzen, um für kurze Zeit erhöhten Schaden zu verursachen. Oho. Im Kampf kann Antea ihrer ätherischen... Oh, okay. Verbannen hinterlässt einen schädigenden Wirkungsbereich um das Ziel herum. Du erhältst 15% mehr Lebenspunkte, 15%, aber du erleidest mehr Schaden. Ja, das mit dem mehr Schaden ist immer so ein Scheiße. Wenn dein Gegner mit einem aufgeladenen schweren Angriff besiegt wird, wird die Bannanzeige aufgefüllt. Das hört sich doch schon mal gut an. Verursacht der nächste schwere Angriff. Ja, das Problem ist, ich mache selten schwere Angriffe. Ich glaube, dann springt das auch raus. Naja, dann springt das raus. Dann lassen wir das lieber an. Und nee, von denen haben wir keine Punkte mehr. Dann lassen wir das erstmal so. Also, wie geht's weiter? Was hat Ceridine bei unserem ersten Treffen gesagt? Wenn wir den Einfluss des Nachtmaars genug geschwächt hätten, könnten wir seine Festung über die Leere betreten. Debras Kontrolle über die Siedlung ist geschwächt. Wir werden zu Ceridines Insel zurückkehren und dort über den Leerriss nach New Edentown zurückreisen. Einfach so, hm? Nun, ja, einfach so. Stört dich was? Überstürzen wir die Sache nicht etwas? Wir haben bereits zu viel Zeit verloren. Wir müssen den Nachtmaar besiegen, schon vergessen? Manchmal hasse ich diese Welt. Noch eine freie Frau. Clever, sensibel, nett. Ermordet von einer feigen Meute. Zu schwach, sich ihrer Mittelmäßigkeit zu stellen. Feiglinge, die sich hinter falschen Tugenden verstecken. Und für was? Sie würden nicht mal ihren Namen nennen. Wieso? Wieso sie? Ja. Ja gut, was sie nicht verstehen. Du hast es selbst gesagt. Deborah war ein Opfer ihrer Furcht. Das reicht mir nicht. Ihr Mord war nur einer von vielen. Warum müssen immer wir mit unserem Leben bezahlen? Ach, das hast du. Und ich werde mein Versagen bis zu meinem Tod bedauern und darüber hinaus. Ich habe nicht von unserer Situation gesprochen. Als ich damals Kuba verließ, hätte mir alles Mögliche zustoßen können. Ich war aufgeweckt, frei, talentiert. Ich sprach die falsche Sprache, hatte das falsche Geschlecht, die falsche Hautfarbe. Und doch habe ich dem Leben getrotzt. Ich hatte mir so viel mehr von der Welt erhofft. Was für eine Anmaßung. Zu glauben, niemanden zu brauchen. Meine Mutter, eine erfahrene Curandera, zu ignorieren und stattdessen auf meine Schwester zu hören. Die Freundin aus deiner Kindheit? Was ist passiert? Ich hatte wenig und wollte mehr. Das ist gefährlich, wenn man über Talente, wie wir sie haben, verfügt. Mir hätte alles Mögliche zustoßen können. Aber das ist es nicht. Das war sicher hart für dich. Für mich war es das jedenfalls. Vielleicht sollten wir uns darauf besinnen, wie weit wir gemeinsam gekommen sind und Mut fassen. Ich bin tot, Ruri. Ich bin tot und werde schon bald für immer fort sein. Denkst du, ich weiß das nicht? Dann verhalte ich auch so, genau. Es geht hier nicht um dich, Red. Achso, sie sagt das. Oh. Hör mal zu. Das alles. Es ist nicht leicht, das zu verkraften. Wir sind beide erschöpft. Ich auf jeden Fall. Ich kann nicht müde werden. Ich weiß. Ich weiß, wie schwer es für dich ist. Du hast keine Ahnung. Überhaupt keine. Ich gebe mein Bestes, es zu verstehen, wenn du mich nur lässt. Wir müssen an uns glauben. Sieh uns doch an. Natürlich werden wir unser Ziel erreichen. Halt den Mund, Red. Halt
den Mund. Es geht nicht um... Es geht nicht darum, was wir erreicht oder geschafft haben oder wie weit wir gekommen sind. Ich soll uns ansehen. Sieh mich an. Ich verabscheue, was ich geworden bin. Siehst du das nicht? Ich wollte nur helfen. Es tut mir leid. Hör auf, dich zu entschuldigen. Gute Nacht. Mann, 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 das Geisterdasein macht die Dame ganz schön zickig. Und her? Und her? Ich wäre mit dir gekommen. Nicht witzig. Jetzt muss ich zu Fuß zu dieser verdammten Insel laufen. Ich wollte... Nee, jetzt ist das nicht... Wollt ihr mich verarschen? Die haben jetzt nicht mir verwehrt, dass ich mir die neuen Klamotten angucken kann. Was ist denn das für ein Mist? Ich wollte ja eigentlich zurückgehen, mir die Klamotten angucken, aber dann sind die ja direkt in die Videosequenz reingesprungen. Och, das ist doch scheiße, ganz ehrlich. Was war denn das für ein Spinnennetz da gerade? Müssen wir jetzt hier rum? Ich habe keine Ahnung. Scheint aber der richtige Weg zu sein. Hier haben wir ja, glaube ich, auch die Anthea? Wurzeln beseitigt. Bitte sag mir, dass du da bist. Tja, wo sind wir denn? Ach, da hinten ist sie. Da bist du ja. Bist du bereit? Ich bin gerade erst angekommen. Können wir reden? Warum hast du mich allein gelassen? Du warst nicht alleine. Können wir jetzt gehen? Boah, was ist mit der alten los? Ich meine, die ist ja generell ein bisschen komisch drauf, aber... Leerwandeln war das, ne? Haken ist ja... Ja, ja, genau, Leerwandeln. Wieso funktioniert es nicht? Fragen wir doch Seeker. Das alles muss enden. Und zwar lieber früher als später. Ja, es geht doch nichts über Hoffnung. Ich dachte gerade schon, ich habe schon wieder was falsch gemacht. Wieso funktioniert das nicht? Weil du zu doof bist, immer die richtigen Sprüche zu benutzen. Das würde mich ja auch nicht wundern, wenn jetzt so eine Antwort gekommen wäre, ganz ehrlich. Ich hoffe mal, Seeker ist hier, ja, ich sag mal, in dem Zuhause der Hexe. Hier ist ein Spektralnetz, aber es ist neu. Es ist stärker. Aber ich glaube, ich krieg das hin. Ich darf ja nicht wechseln. Ah, jetzt darf ich doch wechseln. Aber ich weiß nicht, wie ich jetzt mit ihm verschmelze. Das wird nur einen Augenblick dauern. Ach so, sie macht das generell selber. Siehst du? Nun, meine Waffe nur aufgrund deines Willens zu zücken, ist ein wenig verstörend. Ach so. Der Zauber funktioniert nicht. Ich wollte gerade sagen. Ich glaube, sie ist fort. Anthea ist jetzt in der Lage, ihre Spektralkräfte in Reds Waffen zu kanalisieren, um sie einzusetzen. Dadurch kann sie auch stärkere Spektralnetze zerstören. Drücke A, also irgendwas mit A drücken, was wir mal wieder nicht wissen dürfen. Und ja, das hatte ich ja gerade gesagt, dadurch, dass die eine jetzt gestorben ist. Das Lebensreich ist hier nicht greifbar. Spektralnetze versperren den Weg. Nehme ich an, ist die Magie auch weg. Du machst das gut. Ich weiß.
Ja, ich meine, das wäre auch meine Antwort gewesen, aber sie ist trotzdem arrogant. Schluss mit dem Versteckspiel. Sind wir einmal im Kreis gelaufen, Monu? Merkwürdig. Ich kannte Ceridine kaum und doch fühlt es sich so an, als hätte ich jemand unglaublich Wichtiges verloren. Ja, und nun? Sollen wir wieder raus? Ist hier noch irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas Verstecktes? Ja, das sieht aus, als ob man da hinten... Als ob die dahinter ist, oder? Kann ich da hin? Von hier aus? Kann ich nicht... Ich hoffe, ich komme von der Seite aus dahin. Halt. Ich habe gerade was gesehen. Moment, hä? 7, 6, 7. Hä, wo ist denn die? Das ist aber der Kreis, wo wir drin waren, ne? Das heißt, sie muss doch eigentlich dann daneben sein, oder nicht? Ich verstehe es jetzt nicht so wirklich. Wir waren ja gerade da drin, aber da drin haben wir sie nicht gefunden. Da gehen wir wieder weg von ihr. Hier links ist das aber nicht, oder? Nee, da gehen wir auch weg von ihr. Aber da sind wir, da gehen wir doch auch wieder weg. Oder ist das dahinter? Ich habe absolut keine Ahnung. Nee, hier kommen wir aber auch nicht mehr hoch, ne? Okay, also hier können wir so oder so nicht rum. Hä, das ist ja unlogisch gemacht. Ich würde sagen, das ist unten drunter, aber wie kommen wir dann da drunter? Oder habe ich da doch irgendwas übersehen? Oh, da ist noch was, was ich noch nehmen kann. Da kommen wir nicht rein. Also ich würde jetzt sagen, das ist irgendwo in dem Haus und man müsste jetzt einfach... ein Portal öffnen oder sowas. Keine Ahnung. Aber wir haben ja nichts gesehen. Wir sind ja jetzt im Haus ein-, zweimal komplett im Kreis rumgelaufen und die war nicht da. Und das sah ja so aus, als ob die irgendwo dahinter ist. Deswegen verwirrt mich das hier. Da kann sie nicht rein. Moment, was ist da? Oh, was ist das? Aha, wie kann ich nochmal... Wo steckst du? Hexe. Aha, aha. Seekers Zeichnung. Seekers detaillierte und wissenschaftliche Zeichnung von verschiedenen Pflanzen. Ich wollte gerade sagen, sieht mir eher nach dem Berg aus. Aber ja, da oben sind Pflanzen. Tollkirsche war auch dabei, ne? Wie findet sie in diesem Saustall überhaupt irgendwas? Ist das im Moment gerade wirklich wichtig? Ratschläge für Frauen, oh Gott, von Theano von Crotone. Dieses Buch richtet sich an alle Frauen, ob mit oder ohne Erfahrung in der Magie. Es erwartet euch eine Fülle von altem Wissen, das sonst in Vergessenheit geraten, vielleicht sogar verboten wäre. Viele Rituale sind hier niedergeschrieben, einschließlich des großen Rituals des Verbergens für den eigenen Schutz oder dem anderer. Seeker, möge die Weisheit hierin dich trösten und beschützen, selbst in den dunkelsten Zeiten. Es. Eine Anleitung, wie man sich vor Menschen versteckt. Wünschte, ich hätte eine. Ja, und mal ganz ehrlich, warum darf sich kein Mann vor Menschen verstecken? Das ist ja totaler Schwachsinn. Wie ist es denn da mit der Gleichberechtigung, hä? Hä? Ein Brief von Deborah. Grace, liebes Kind, obwohl ich bete, dass du diesen Brief wohl und gesund empfängst, so gestehe ich, dass ich trotz deiner Beteuerungen daran zweifeln könnte.
ich bin nicht dumm, mein Mädchen. Ich weiß, dass mit dir etwas nicht stimmt und dass sich dein Vater sorgt. Ich will mich ja keinesfalls in deine familiären Beziehungen einmischen, aber eine junge Frau, die ihren Weg in der Welt gehen will, muss auch Unterstützung außerhalb der Familie haben. Diesen Brief sind ein Schlüssel und eine Karte beigefügt. Du wirst den Ort finden, ich habe ihn deutlich markiert. Vergiss nicht, du bist nicht allein. Ich stehe dir zur Seite und du kannst auch auf Catherine Newsmith zählen. Sie ist eine vertrauenswürdige Freundin, die dir auf Bitte bei der Organisation deiner Reise helfen würde. Im Glauben und im Dienst deine Lehrerin, Madame Deborah. Warum liegt hier ein Brief von Deborah Comenius? Und wer ist Grace? Kein Weg zurück nach New Eden Town und auch keine Seeker. Unser einziger Hinweis führt zu Kate Newsmith. Vielleicht kennt sie diese Grace und weiß, wie wir sie finden. Und das Lustige dabei ist, die ist nur 1600 Kilometer entfernt. Ja, Meter, nicht Kilometer. Kilometer wären vielleicht ein bisschen viel. Dann muss ich mich irgendwie zur Höhle aufmachen. Ich hoffe, dass das jetzt wieder frei ist. Bin ich denn hier rausgekommen? Da, glaube ich, ne? Und dass ich da hinreisen kann oder überhaupt weiß, wo ich hinreisen muss. Ah, ne, jetzt gehe ich zur falschen Seite. Da ist dieses Lernritual. Ne, ne, da wollte ich nicht hin. Ah, das ist so weitläufig und unübersichtlich. Da komme ich hoch. Ne, da komme ich aber auch hier runter. Och nee, komm. Du hast die Fusionsanzeige gefüllt. Drücke mit Antea gleichzeitig LT, also L2 und R2, um die Fusion auszulösen. Während die Fusion aktiv ist, kombinieren die beiden ihre Kräfte. Wollen wir tanzen? Emma. Wenn die Schemenjäger funktionieren würden, wären hier keine Schemen. Ich würde mich ja gern damit beschäftigen, aber wir müssen zu Kate. Was waren das jetzt für zusammenhangslose Sätze? Okay, das ist aber, das ist nicht der Weg. Oh, hier ist aber eine Truhe, die habe ich aber schon geöffnet. Das ist doch nicht der Weg, den wir, oder? Sie stand eben da. Doch, das ist... Nee, da sind wir aber eben nicht rausgekommen, ne? Nicht, dass ich da jetzt wieder am Falschen bin. Doch rübergesprungen sind wir, glaube ich. Das sieht gut aus. Ja. Dann werde ich mal kurz ins Inventar gucken, damit ich da endlich mal weiterkomme. Da können wir das noch verbessern, oder? In der Schwachpunkte werden 7 Lebenspunkte wiederhergestellt. Ja, dann erleide ich lieber weniger Schaden, wenn ich ehrlich bin. Außerdem wollte ich das aufrüsten. Ich habe aufs Falsche gedrückt. Ah ja, kann ich auf Maximal machen. Sehr schön. Verbessere einen Gegenstand auf Rang 7. Ein perfektes Werkzeug. Ah, cool. Moment, wir hatten Kleidung, genau, da. Die kann ich nicht aufrüsten, so wie ich das sehe, ne? Das ist noch genau. Aber die könnte man eventuell... War das nicht grün? Das geht ganz runter. Verursachen 10% mehr Schaden für jede Manifestation, die gerade abklingt. Nee, dann bleibe ich lieber bei dem. Ich meine, das wäre jetzt das hier unten gewesen, das Neue. Nahkampfangriffe verursachen 5% mehr Schaden. Ja, das ist beides das Gleiche, nur dass hier halt die Werte wesentlich schlechter sind. Okay, dann lassen wir das drin. Achso, das sind nur die Gegenstände, ja. Da waren aber zwei... Genau, hier war noch was.
Das ist drin und was ist neu? Das hier wahrscheinlich. Leidest du durch den nächsten Angriff weniger Schaden? Und aktuell haben wir... Wenn er erfolgreich ausweicht, verursacht der nächste Schlagangriff mehr Schaden. Ja, das mit dem Ausweichen ist, glaube ich, besser. Ja, ja, das stand da eben. Ja, können wir noch aufrüsten? Okay. Doch nicht? Achso, unzureichend. Warum steht da ein Aufrüsten? Ich habe keine Ahnung. Okay, lassen wir es jetzt einfach mal so. Dann reisen wir mal. Ach nee, die Entwicklung, da kommt ja. Da ist kein Blauer dazu gekommen, ne? Nee. Können wir eh nichts machen. So, wir müssen hier oben hin. Und haben 20.000 Nebenaufgaben hier. Das ist natürlich blöd. Gehen wir erstmal hier hin. Fairfax Haskell wurde zwar von den Verbannern verschont, aber sein Ruf ist ruiniert und er muss jetzt mit seinen Sünden leben. Ihr Gouverneur ist von ganz oben nach ganz unten gefallen. Die in ihrem Glauben Erschütterten müssen sich einmal mehr ihrem wahren Gott zuwenden. Diese neue Suche nach Reinheit könnte wie die letzte enden, in Ungerechtigkeit und Elend. Wen werden sie hören? Können sie noch aufgehalten werden, bevor es zu spät ist? So, wir sind in der Hütte angekommen. Da liegt nur die Bibel. Mal schauen. Sie wird ja nicht so begeistert sein, uns wiederzusehen. Ich habe das Gefühl, die Leute bereiten sich darauf vor, hier wegzugehen. Das kann gut möglich sein. Moment, das war doch das da oben, oder? Das war... Ja, ja, genau, hier sind die Stufen. Och, jetzt findet man hier auch noch neue Sachen zum Einsammeln. Könnt ihr mir doch nicht antun, Leute. Ich meine, das ist natürlich toll. Aber da muss ich ja überall hier lange Finger machen. So, Kate. Ein freudiges Wiedersehen. Ich habe nur deine Schwester getötet. Herr Banner. Genau, das bin ich. Lass mich kurz deine Sachen klauen, dann rede ich mit dir. War da nicht noch was außer das? Verlustliste. Kate, wir haben alle Leichen identifiziert, die wir identifizieren konnten. Und das sind die Verstorbenen, okay. Wir haben sie an Ort und Stelle beerdigt. Noch vermisst? Etienne? Etienne? Haben wir nicht mit dem zu tun gehabt? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe nicht mit euch gerechnet. Ich bin auf dem Rückweg nach New Edentown. Dort seid ihr auf euch allein gestellt. Ja, über die Bestie. Eure Schwester schuldete mir Geld. Ja, geil. Sollen wir da wirklich drüber reden? Ich... Keine Ahnung. Ich sag mal, was gibt's Neues hier? Was gibt's hier Neues? Ich habe keine Zeit für Geschwätz. Gut, dann nicht. Wie lautet dann im... nee, fragen wir erstmal nach dem Menschen. Wie schlagen sich die Leute hier? Es scheint allen relativ gut zu gehen, außer Jacob Lind, der kürzlich aus der Wildnis kam. Was ist los mit ihm? Ich kann es kaum glauben und ihr werdet das sicher auch nicht. Aber Jacob Lind hält sich für einen Wolf. Okay. Nun, da ihr hier das Sagen habt, was habt ihr vor? Wir führen zu Ende, was wir begonnen haben. Wir sammeln Kräfte, um New Eden für immer zu verlassen. Aber vorerst noch nicht. In ihren Herzen wohnt noch zu viel Furcht und zu wenig Hoffnung. Die Gefahr ist hier noch nicht gebannt. Vielleicht werden sie nie den Mut finden, von hier fortzugehen.
Aber wie er das einfach mit dem Wolf übergeht, ne? Wie sieht denn dein Plan aus? Das ist auch nicht schlecht. Wollt ihr über die Sache mit der Bestie sprechen? Ihr habt meine Schwester ermordet. Ich habe euch nichts weiter zu sagen. Ja, gerade noch so ein schönes Pläuschen und jetzt so. Ja, schuldig war sie schon. Ja. Dann sagt ihr wahrscheinlich, spar dir dein Beileid. Mein Beileid. Fixkin bat mich, den Wald von der Bestie zu befreien. Ich habe dem Spuk ein Ende bereitet. Eure Arbeit stellt euch vor furchtbare Entscheidungen. Ich hoffe, sie lasten schwer auf euch. Das tun sie. Mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Danke für eure ehrlichen Worte, Red McWraith. Ich glaube euch. Wie die sich so irgendwie von links nach rechts und einmal um sich selbst dreht, das ist... Ich will jetzt nicht nach Geld fragen, aber ich meine, gut, das ist jetzt der Text hier, ne? Ich erwähne das nur ungern, aber eure Schwester hat mir Geld geschuldet. Und nun? Ich habe meine Arbeit erledigt. Als die neue Anführerin des Lagers gehen die Schulden auf euch über. Dass ich das richtig verstehe. Ihr tötet meine Schwester. Und jetzt wollt ihr von mir auch noch dafür bezahlt werden? Nein, ich nicht. Nun, wenn ihr es so ausdrückt, vergesst, was ich gesagt habe. Ich versuch's. Der ist aber auch so dämlich, ne? Der Siedlung scheint es gut zu gehen und ja, ich brauche eure Hilfe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich beides sagen kann, weil das sind unterschiedliche Symbole. Ne? Oben ist das so mit diesen durchgestrichenen, unten ist es halt, sieht es anders aus. Über die Siedlung haben wir ja gerade schon gesprochen. Ich suche nach jemandem und hatte gehofft, ihr könntet mir vielleicht helfen. Ich bin bestimmt nicht von großem Nutzen, aber nur zu. Stellt eure Fragen. Euer Name wurde in einem alten Brief erwähnt. Er war an jemanden namens Grace adressiert und wurde von einer Deborah Comenius verfasst. Ihr seid hartnäckig, das muss ich euch lassen. Aber müsst ihr so aufdringlich sein? Deborah erwähnte in ihrem Brief eine Hütte im Wald. Könnte diese Grace sie gefunden haben? Ich weiß es nicht. Das ist alles schon furchtbar lange her. Ich hatte sie erfolgreich verdrängt. Hat Grace euch um Hilfe gebeten? Nein. Grace Pennington ist verschwunden. Niemand hat sie je wieder gesehen. Grace Pennington? Verwandt mit Captain Saul Pennington? Pennington hatte eine Tochter? Und ihr kanntet sie? Ja, aber nicht sonderlich gut. Deborah unterrichtete sie in der Schule und sprach hin und wieder von ihr. Schüchtern wie ein Stachelschwein und doppelt so stachelig, wenn ich mich recht erinnere. Deborah schrieb den Brief im Februar 1688. Wann ist Grace verschwunden? Einige Monate später. Pennington bezichtigte Deborah der Hexerei. In meiner Erinnerung hat dieser Moment damals alles andere überschattet. Es ist schon heftig, wie alles irgendwie so zusammenspielt, ne? Hätte Grace allein im Wald überleben können? Möglich, aber wäre sie unentdeckt geblieben? Nein. Wir alle dachten, sie hätte New Eden verlassen. Vielleicht gen Westen in die Wildnis. Habt ihr den Namen Seeker schon einmal gehört? Hört sich weniger wie ein Name als eine Berufung an. Sagt mir jedoch beides nichts. Sind wir hier fertig? Eine Frage noch. Hatte die Lehrerin eine Hütte im Wald? Deborah verbrachte viel Zeit bei Spaziergängen im Wald. Sie wollte den Neoiden besser verstehen, sagte sie. Jetzt, da ihr es erwähnt, erinnere ich mich an einen Schneesturm. Sie verbrachte 3 Tage in einer Hütte nicht weit von hier entfernt. Geht nach Südosten und überquert die Zugbrücke. Folgt dem Weg zur Mine. Wenn die Hütte noch steht, dann findet ihr sie dort. Okay. Die Siedlung scheint unter eurem Kommando zu gedeihen. Wir haben Fortschritte gemacht, sind aber noch lange nicht bereit, weiterzuziehen. Habt ihr ihnen von Fixkin erzählt? Ich habe erzählt, sie sei auf der Jagd nach der Bestie umgekommen. Manche sind noch missmutig, aber Schlaf tut ihnen gut, nachdem die Albträume aufgehört haben. Unwissenheit ist ein Segen, ja.
Die Bestie ist tot. Der Fluch verblasst. Das Wild kehrt langsam in den Wald zurück. Was ihr auch getan habt, es hat funktioniert. Doch manche Dinge bereiten uns nach wie vor Sorgen. Die Verstorbenen sind begraben, viele ohne Namen. Aber wir haben Spuren gefunden. Sie führen weit weg von hier, in den Wald. Einige sind vielleicht entkommen. Ich brauche Gewissheit. Ob sie noch am Leben sind, meint ihr? Ja, und wenn nicht, dass sie da nicht zurückkehren. Eine Bestie hat gereicht. Eine neue Geißel ist nicht auszuschließen, aber äußerst unwahrscheinlich ohne den Einfluss des Albtraums. Dann sollten wir auf Nummer sicher gehen, nicht wahr? Danke. Ich bin den Spuren so weit gefolgt, wie ich konnte. Ich habe eine rote Fahne als Markierung hinterlassen. Dort bin ich umgekehrt. Bis zu unserem nächsten Treffen, Kate. Ja, ich will eigentlich nicht die Rettungsmission starten, aber ich werde sie dennoch starten. Kates Markierungsfahne, ich guck mal eben, die ist wahrscheinlich sehr weit entfernt, ne? Ja, da müssen wir uns dann wieder mit extrem vielen Leuten rumschlagen und so weiter, nehme ich mal an. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Und dann werden wir uns den Rest in der nächsten Folge angucken, weil wir dann da auf Rettungsmission gehen und uns erstmal um die vermissten Siedler kümmern. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.